Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in der heutigen Vorlesung werden wir uns mit Blockchain, Bitcoin und Ethereum beschäftigen. Und zwar werden wir die Konzepte uns anschauen, Unterschied zwischen UTXO, Unspent Transaction Output und Account-Based. Das werden wir uns anschauen, was Mining ist, was überhaupt eine Blockchain ist. Vor- und Nachteile, ein großes Thema oder ein wichtiges Thema ist der 51% Attack oder 34% Angriff, je nachdem, ob man Proof of Work oder Proof of Stake hat. Dazu kommen wir auch noch. Und wir werden uns ebenfalls noch mit Ethereum auseinandersetzen. Das heißt, wir werden uns das Bitcoin anschauen. Von dem her werden wir uns die Basiskonzepte anschauen und dann gegen den Schluss werden wir uns mit Ethereum beschäftigen. Bitcoin ist eine digitale Währung. Es ist eine experimentelle Währung. Es ist ein sehr erfolgreiches Experiment bis jetzt. Und es ist vollständig peer-to-peer. Das heißt, es gibt keine Zentralbank, keine zentrale Entität, welche das Bitcoin-Netzwerk oder die Erstellung der Tokens steuert. Bei den Vor- und Nachteilen werden wir uns noch ein bisschen in die Diskussion vertiefen, ob es doch nicht vielleicht irgendwo noch zentrale Stellen gibt, aber dazu später mehr. Aber eben, es gibt keine Einheit, welche Bitcoins herausgibt. Das ist alles Teil des Systems. Der erste Bitcoin wurde am 3. Januar 2009 erstellt. Die Kleinsteinheit, die nennt man übrigens Satoshi. Das kommt vom Erfinder Satoshi Nakamoto. Und hier sehen wir den ersten Block mit einem Titel der Financial Times, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Das war die Bankenkrise im 2009. Zu den Hauptcharakteristiken von Bitcoin. Es gibt Maximum 21 Millionen Bitcoins. Das ist hier definiert im Code. Und zwar wird 64 Mal wird ein Halving gemacht. Das heißt, das Halving dazu auch noch später mehr. Das haben wir jetzt gerade im April, am 19. April gesehen. Da wurde der Block Reward, also derjenige, der einen Block erstellt, bekommt im Bitcoin-Netzwerk bekommt Bitcoins und eine gewisse Anzahl und das halbiert sich alle 210.000 Blöcke nach den 210.000 Blöcken und das ist ungefähr alle 4 Jahre. Das heißt, nach dieser Berechnung kann es nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben und hier sieht man genau, wie viel es geben kann. Hier sehen wir die Limite, die ist eben fast bei 21 Millionen Bitcoins. Eine weitere Haupteigenschaft ist, dass jeder Full Node im System kennt alle Transaktionen. Das heißt, alle Transaktionen seit dem 3. Januar 2009 und das steigt linear an. Dazu eine Grafik hier. In Blau haben wir die Blockgröße und mittlerweile sind wir bei fast 570 Gigabyte an Daten. 480, das hatten wir hier letztes Jahr und dieses Jahr sind wir bereits um 100 Gigabyte an Daten mehr. Wie man sieht, das steigt linear. Das heißt, im nächsten Jahr werden wir hier eine Blockchain-Größe von 660, 670 Gigabyte vielleicht sehen. Und der Fullnode, der eben alle Transaktionen kennt, muss alle diese Transaktionen seit dem 3. Januar 2009 muss er die runterladen, muss die validieren und dann kann er sicher sein, dass alle Daten, die er heruntergeladen hat, auch gültig sind.
Das Block erstellen, das wird bei Bitcoin immer noch mit Proof of Work gemacht. Das ist eine partielle Hash-Kollision, werden wir uns auch noch anschauen. Und damit verhindert man, dass man Double Spending betreiben kann. Das werden wir uns auch anschauen, wie das funktionieren würde, Double Spending mit diesem 51% Angriff. Und derjenige, der es entwickelt hat, geschrieben hat, gestartet hat, Satoshi Nakamoto, das ist ein Pseudonym und man kennt diese Person nicht. Und es gab viele Gerüchte, sehr viele Artikel, Journalisten haben gesucht, wer könnte Satoshi Nakamoto sein. Es gab diverse Artikel, welche am Spekulieren sind. Das war schon 2011, also schon da wurde spekuliert, wer jetzt Satoshi Nakamoto sein könnte. Und hier waren dann zwei Namen, wurden hier erwähnt, die es vielleicht sein könnten, anhand von linguistischen Texten, die man verglichen hat, wurden hier zwei Namen präsentiert. Gab es natürlich noch weitere Artikel darüber, wer könnte Satoshi Nakamoto sein. Es gab ganz viele Namen, die umherschwirren, einer unter anderem Nick Szabo. Das ist derjenige, welcher den Begriff Smart Contracts geprägt hat. Und auch diese Person hier, dazu später auch noch mehr, Craig Wright, der öffentlich sich hingestellt hat und gesagt, ich bin Satoshi Nakamoto, konnte aber keine Beweise liefern. Und dann gab es genau diesen Fall auch noch. Das ist eine Person, die einfach den gleichen Namen gehabt hat. Dorian Nakamoto, weil Newsweek einen Artikel veröffentlicht hat, dass er vielleicht Satoshi Nakamoto sein könnte, weil er den gleichen Namen hat. Er ist es aber auch nicht. Und was man aber weiß, ist Satoshi Nakamoto, er hat eigentlich ganz viele Bitcoins, weil er schon seit dem Start dabei gewesen ist. Man hat analysiert anhand von den Anfängen, welche Blöcke das er gemeint hat. Und deswegen kam man zum Schluss, dass er ungefähr 1 Million Bitcoin besitzen muss. Zumindest die Bitcoins im ersten Block. Wenn ihr hier zum Beispiel jetzt die Bitcoins transferieren würde, würde man das natürlich sofort sehen und man sieht, Satoshi Nakamoto ist aktiv, ist bis jetzt aber nicht passiert. Das ist dieser Artikel hier. Hier sieht man diese Analyse. Dann gab es, wie gesagt, dieser Herr hier, Craig Wright, der hat gesagt, ich bin Satoshi Nakamoto und hier gab es kürzlich ein Gerichtsverfahren, wo ein britisches Gericht gesagt hat, nein, Craig Wright ist nicht der Erfinder von Bitcoin. Und zu diesem Schluss ist der Richter sehr schnell gekommen, weil Evidence was overwhelming, also das heißt, die Zeichen, dass eben Craig Wright nicht Satoshi Nakamoto ist, die sind sehr hoch und er konnte auch nie einen Beweis liefern, dass er Satoshi Nakamoto ist, obwohl es eigentlich sehr einfach wäre. Er müsste einfach die Schlüssel nehmen von den ersten paar Blöcken, damit etwas signieren oder irgendwelche Coins transferieren, um zu beweisen, dass er Satoshi Nakamoto ist. Hat er nicht gemacht und deswegen dieses Urteil vom Richter, nein, er ist nicht Satoshi Nakamoto. Der Bitcoin-Boom, der hat ungefähr im 2013 gestartet. Das ist dieser Pixel hier. Da gab es einen kleineren Boom, also wenn man sich das vergrößert anschaut.
das war 2013, April 2013, wo es da in die Höhe geschnellt ist. Wie gesagt, das war irgendwo April 13, da sieht man noch irgendwo ein Pixel hier. Dann 2013 ging es wieder ein bisschen bergab und 2014 sah es dann wie folgt aus, dass man hätte meinen können, okay, hier war der Peak und dann geht alles den Bach ab. Aber 2013, das ist eigentlich dieser Peak hier. Es gab dann noch einen zweiten, das war im November 2013. Hier stieg dann der Kurs nochmals an und 2015 sieht es dann wie folgt aus. Es scheint, als würde alles den Bach runtergehen. Momentan sieht es wie folgt aus. Wir hatten kürzlich das All-Time-High bei 70.000 US-Dollar für ein Bitcoin. Jetzt zeigt es eher wieder nach unten. Aber eben, das weiß man nie, ob es runtergeht, ob es hochgeht. Ich meine, von hier sind wir auch 60.000 auf dann 20.000 gefallen. Dann ging es wieder hoch. Es kann sein, dass es jetzt runtergeht. Es kann sein, dass es hochgeht. Das weiß man eigentlich nicht. Und der aktuelle Preis, eben wie gesagt, der ist momentan bei 61.000 US-Dollar. Die Zeitungen, die hatten auch schon früh angefangen, über Bitcoin zu berichten. Zum Beispiel 20 Minuten Online. Das war aus dem Jahr 2011 hier. Der gefährliche Cyberdollar. The Rise and Fall of Bitcoin und Economist hat ebenfalls darüber berichtet. Heute sieht die Berichterstattung ein bisschen anders aus. Wir haben hier zum Beispiel Berichte über Visa, Mastercard. Sie sprechen über Mass Adoption und sehen, dass eben Bitcoin, Ethereum, da geht der Preis nach oben. Und die Kartenhersteller oder auch JP Morgan, die versuchen natürlich ebenfalls auf diesen Zug aufzuspringen. Das ist ein Artikel, der kürzlich erschienen ist, gestern hier auf der Forbes-Seite. Dann ein weiterer Artikel aus der Schweiz bei der NZZ. Da geht es um eine Volksinitiative, welche die Nationalbank zum Kauf von Bitcoins verpflichten möchte. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn man jemanden verpflichten will, etwas zu kaufen. Wenn man etwas kaufen möchte, soll man es. Man soll aber niemanden verpflichten, aber das ist jetzt meine Meinung. Aber da wird jetzt darüber berichtet. 20 Minuten berichtet auch über oder immer noch über Bitcoins. Und zwar hier ist das Thema das Bitcoin-Halving. Wir haben ja gesehen, ungefähr alle 4 Jahre oder nach 210.000 Blöcken wird der erwartete, die Belohnung wird halbiert. Initial hat das mit 50 Bitcoins angefangen, wenn man einen Block erstellen kann. Mittlerweile sind wir bei 3,125 und dieser Artikel berichtet hier darüber. Da gibt es natürlich auch Preisspekulationen, aber eben, das sind Spekulationen, man weiß nicht, ob es rauf oder runter geht. Dann bei Business Insider, da gab es auch einen spannenden Artikel und zwar hat ein Bitcoin-Trader fast 70 Millionen US-Dollar verloren, weil er seine Kryptowährung an eine falsche Adresse geschickt hat. Und zwar passiert das mit Address Poisoning. Das heißt, wenn man ein paar Kryptos bei sich hat, dann werden einem oder die Angreifer schicken einem irgendwelche Spam-Coins, die nichts, keinen Wert haben. Aber sie hoffen darauf, dass wenn man mal eine Adresse kopiert und die irgendwo einfügt, dass man sich verklickt und dann zum Beispiel auf die Adresse dieses Spam-Tokens dann nimmt und das Geld dorthin schickt.
Scheint erfolgreich zu sein. Also eben dieser Mann hier hat 70 Millionen US-Dollar verloren. Also generell bei Bitcoin oder Ethereum oder generell Kryptotransaktionen empfehle ich am besten immer einen kleinen Betrag zu senden. Wenn das dann erfolgreich war, dann einen großen Betrag schicken. Das ist so mein Ansatz, den ich immer fahre. Auch wenn ich sicher bin, dass die Adresse ganz sicher stimmt. Ich schicke immer zuerst einen kleinen Betrag. Wenn ich sehe, okay, das passt, dann kommt dann der große. Bei Bitcoin, dort verlässt man sich jetzt nicht auf Finanzintermediäre oder auf zentrale Einheiten wie zum Beispiel eine Nationalbank. Dort vertraut man auf Kryptographie, auf starke Kryptographie. Im Bitcoin-Netzwerk ist man anonym oder besser gesagt pseudonym, weil eben jeder Fullnode kennt eigentlich alle Transaktionen und ich kann mir alle Transaktionen herunterladen seit dem 3. Januar 2009. Das wird ungefähr 580 Gigabyte von meiner Festplatte belegen. Wenn man diese Adressen noch indexieren möchte, wird es ein bisschen mehr sein, aber das ist durchaus machbar. Was man damit dann auch machen kann, ist, man kann sogenanntes Clustering betreiben, wo man feststellt, welche Adresse zum gleichen Wallet gehören könnte. Das kann man mit Heuristiken machen. Das werden wir uns im Herbstsemester genauer ansehen. Und hier sieht man zum Beispiel, da wurden gewisse Wallets identifiziert, zum Beispiel von Kraken. Das sind die Wallets von Kraken. Und hier sieht man, wie viele Bitcoins das hier drauf sind. Hier sind 25.000, fast 25.000 Bitcoins auf dieser Wallet. Wie gesagt, es wird nicht von einer zentralen Einheit geregelt. Und auch ganz wichtig, es gibt immer die Möglichkeit, dass man ein Fork erstellen kann. Das heißt, wenn man jetzt nicht einverstanden ist mit der Entwicklung von Bitcoin, wenn jetzt technisches vorgeschlagen wird, dass jetzt die Community spaltet, dann kann man einen Fork machen, das heißt, man spaltet das Bitcoin-Netzwerk und dann gibt es zum Beispiel Bitcoin Cash, Bitcoin ABC, Bitcoin Satoshi Vision und dann das originale Bitcoin. Und das, was sich durchgesetzt hat, ist das originale Bitcoin. Also wenn man sich jetzt hier die Marktkapitalisierung anschaut, dann ist Bitcoin immer noch der Spitzenreiter. Und bei den Forks, das ist Bitcoin zum Beispiel, Satoshi Vision, der ist irgendwo bei Platz 70. Und ich muss noch schauen, was es sonst noch für Forks gibt, die in der Top 100 sind. Bitcoin Cash natürlich, das ist auch ein Fork von Bitcoin. Genau, das sind diese zwei Forks. Dort war man sich eben nicht einig. Dort gab es Streitigkeiten, zum Beispiel über die Blockgröße. Bei Bitcoin Cash, dort hat man gesagt, wir erhöhen die Blockgröße, weil man bald ans Limit kommt. Und Bitcoin hat gesagt, nein, wir implementieren es effizienter. Man konnte sich nicht einigen. Dann gab es einen Fork und jetzt gibt es eben Bitcoin und Bitcoin Cash. Bitcoin wird auch weiterentwickelt. Dort gibt es auch immer wieder neue Proposals. Die werden in sogenannten Bitcoin Improvement Proposals werden die gesammelt. Ein letzter großer Wurf, das war Taproot. Das hat dann die Kosten senken können, weil die Scripts nicht mehr komplett ausgeführt werden mussten und auch nicht komplett auf der Chain gespeichert werden mussten. Das ist Taproot. Das ist das Bitcoin Improvement Proposal 342. Und wie man sieht, es gibt da recht viele Neuerungen. Was ich hier jetzt noch nicht sehe, dazu kommen wir später auch, dass hier mal diskutiert wird, ob man vom Proof of Work weggehen möchte, zum Beispiel zu Proof of Stake. Aber dazu später noch mehr.
Bitcoins, wenn man Bitcoin hat, den kann man natürlich auch tauschen. Es gibt Börsen wie zum Beispiel Kraken, Coinbase, Bitstamp, die alle ermöglichen, dass man dort Geld hinschickt und das zum Beispiel in Bitcoins umwandeln kann oder auch Bitcoins in US-Dollar oder Schweizer Franken zurück umwandeln kann und dann eine Banküberweisung tätigen kann. Die Schweiz und die USA, die sind Bitcoin oder generell kryptofreundlich. Die Schweiz vor allem wegen dem oder auch wegen dem Crypto Valley. Andere wie zum Beispiel China, die sind weniger kryptofreundlich. Gut, schauen wir uns noch ein paar Nummern an. Den Kurs, den haben wir uns bereits angeschaut. Was wir auch noch uns anschauen können, ist hier die Marktkapitalisierung, die liegt bei 1,2 Trillionen US-Dollar. Und was wir hier auch noch sehen, wie viel Volumen das hier an den Börsen, wo damit gehandelt wird. Aber hier muss man natürlich aufpassen, denn die Börsen, die möchten natürlich möglichst hohe Zahlen aufweisen. Und da gibt es auch genügend Beispiele, wie zum Beispiel auf dieser sehr interessanten Präsentation von diesen Herren. Die haben gezeigt, dass eben bei den Börsen, Kryptobörsen, auch nicht immer alles sauber zu und her geht. Hier sprechen sie über, wie eine Börse aussehen sollte, mit Beispiel Coinbase. Und dann zeigen sie auch noch Beispiele, wie es nicht aussehen sollte, zum Beispiel hier Coinbase. Hier sieht man schon eben diesen Preis, rot, grün, rot, grün, rot, immer noch dem gleichen Muster. Das ist sicher sehr verdächtig. Genau, hier haben sie es noch hervorgehoben. Was auch verdächtig ist, als Beispiel hier plötzlich ganz viele Trades und dann wieder nicht mehr. Das ist bei RideBTC. Was auch verdächtig ist, wenn man immer das gleiche Volumen hat, nie Spikes hat. Als Beispiel das hier. Das sind die Volumen, welche hier ausgewiesen werden. Und sie haben hier auch eine Auswertung gemacht. Hier das Histogramm, wie es aussehen sollte. Und dann eben auch Beispiele gezeigt, wie es eben nicht aussehen sollte. Hier sind Beispiele, wie viel Bitcoins von 0 bis 10 das ein Auftrag hatte, und da gibt es so eine schöne Verteilung. Und hier sieht man, dass bei Coinbase ganz wenig, oder zumindest war das mal der Fall, dass ganz wenig kleine Trades gemacht werden, dafür ganz viele im Bereich zwischen 2 und 4 Bitcoins. Eben das sind solche Börsen, da muss man sicher aufpassen. Und Coinbase, die gibt es auch nicht mehr. Wenn man auf die Seite gehen möchte, ist sie nicht mehr auffindbar. Und was ist passiert? In 2021 haben dann ihren Dienst eingestellt. Was man auch aufpassen sollte, ist der Spread. Weil sobald man hier irgendwo ein Spread sieht, dann heißt es auch immer aufpassen. Rein theoretisch kann man mit Arbitrage-Bots, und die gibt es, von denen gibt es sehr viele, die werden diese Differenz gerade ausgleichen, wenn man dort auf der Börse auch sofort traden kann und das Geld dann auch überweisen kann. Und wenn das eben nicht geht, dann sieht man eine Differenz hier im Spread. Und das ist schon eine beträchtliche Differenz von 20 US-Dollar hier, das man theoretisch ausnutzen kann. Der Spread sollte bei irgendwo einem Cent sein, wenn man eben Bitcoin gegen US-Dollar handelt, weil man da so ein riesiges Volumen hat. Bezüglich den Transaktionen, es gibt circa zwischen 3 und 11 Transaktionen pro Sekunde. Das sieht man hier in blau, Transactions pro Second. Hier sieht man den Ausschlag bei 11 und da unten ist man irgendwo bei 3.
Und das höchste gemessene Tagesvolumen war um die 450.000 Transaktionen pro Tag. Wenn wir uns die Transaction Fees anschauen, hier eine weitere Grafik, dann sind wir irgendwo zwischen 1 Million US-Dollar und hier war ein Peak von 81 Millionen US-Dollar. Das war am 20. April, wo Bitcoin NFTs gelauncht sind. Da gab es wieder mal einen Peak, das heißt, da gab es ganz viele Transaktionen, bei denen man viel Fees gezahlt hat und dann ging es entsprechend wieder runter und man ist jetzt irgendwo bei 1 bis 2 Millionen, das ist eben aggregiert auf den Tag. So viel verdienen die Miner an einem Tag, wenn sie eben diese Blöcke mit diesen Transaktionen erstellen, dann sind das die Fees, die der Benutzer, welcher die Transaktion initiieren möchte, an diese Miner zahlen muss. Und hier die Grafik, das haben wir uns bereits angeschaut oder kurz besprochen. Blockgröße, hier sind wir ungefähr fast bei 600 GB. Wir sehen auch, wie es ansteigt. Das wird weiter steigen, das heißt, wir können eigentlich eine relativ gute Prediction in die Zukunft machen. Das wird immer ständig weiter so steigen. Und auch die Frage der Skalierung, da kommen wir auch noch dazu. Wenn wir uns nun anschauen, wie viel Rechenkapazität gebraucht wird, um so einen Block zu erstellen, dort muss man eine partielle Hash-Kollision errechnen. Dazu braucht man Rechenpower und wie viel Rechenpower es braucht, das sieht man hier in dieser Grafik. Da sind wir fast bei 720 Millionen Terahashes pro Sekunde, das sind 721 Exahashes pro Sekunde und was ich dann gemacht habe, ich habe dann geschaut, wie viel ist oder wie viele Floating Operations braucht man für ein Hash, dann bin ich auf diese Zahl hier gestoßen und damit habe ich dann ausgerechnet, wie viele Floating Operations pro Sekunde es braucht, um diese Hashrate, wie man die hier im Bitcoin-Netzwerk sieht, wie viel das es braucht. Und das sind im Jahre 2024 sind das 9,1 Jotaflops. Und wenn wir uns anschauen, wie viel das die Top 500 so Supercomputer an Leistung haben, dann sehen wir hier den schnellsten Rechner bis jetzt, Frontier, hier gibt es ungefähr 1600 Petaflops. Wenn wir jetzt das alles zusammenrechnen, dann kommen wir ungefähr auf hier 10,7 Exaflops. Exaflops, das war mal hier irgendwo im Jahre 2014, war es aktuell, aber eben das sind Vergleiche, das sind nun die Größenordnung, aber was ein Bitcoin-Miner macht, er macht nur die partielle Hash-Kollision und es gibt Chips, die wurden erstellt, dediziert nur für diese partielle Hash-Kollision. Die macht nichts anderes als diese Hashes ausrechnen, hochgradig spezialisiert. Und wenn man das mit diesen Top 500 Supercomputern vergleicht, dieser Supercomputer, der kann alles ausrechnen, von Large Language Models, AI zu irgendwelchen medizinischen Sachen, der ist generell einsetzbar. Ein Bitcoin-Miner, der kann nur Hashes ausrechnen, das sehr schnell, aber sonst kann er eben nicht viel. Bezüglich der Difficulty, wie viel man ausrechnen muss, das wird ungefähr alle 14 Tagen wird das justiert. Natürlich auch je nach Preis, wenn zum Beispiel der Preis sinkt, dann lohnt sich das für gewisse Miner nicht mehr.
weil sie einen Aufwand haben, sie müssen Energiekosten zahlen und wenn der Preis zu tief ist, können sie das sich nicht mehr leisten oder es rentiert einfach nicht mehr. Haben wir gesehen, dass hier die Difficulty, die Schwierigkeit dieser partiellen Hash-Kollision, die kann auch hier sinken, kann danach auch wieder steigen. Schauen wir uns den Mechanismus an, wie es genau funktioniert. Wenn man jetzt eine Transaktion tätigen möchte, braucht man ein Public-Private-Key-Pair. Das wird man in der Regel irgendwo in einem Wallet speichern. Wenn man jetzt die originale Bitcoin Core-Version hat, dann wird das irgendwo im File Wallet.dat sein. Wie gesagt, das ist ein Private- und Public-Key. Der Public-Key, das ist, aus dem wird dann die Adresse generiert. Und diese Adresse kann dann auch Bitcoins empfangen. Und hier eine einfache Adresse, hier hat man einen Public Key, dann werden zwei Hash-Funktionen, SHA-256 von diesem Public Key gemacht, dann noch ein RIPE MD 160 und das mit Base 58 encodiert. Dann gibt es zum Beispiel so eine Adresse und dort kann man das, die Bitcoins dann auch hinschicken, weil mit dem Key weiß man, dass man darauf zugreifen kann, respektive derjenige, der den privaten Schlüssel dazu hat, kann diese Transaktion dann irgendwo anders hinschicken. Bei einer Transaktion, wir gehen mal von einem Teilnehmer A aus, möchte etwas einem Teilnehmer B schicken. Das heißt, man muss zuerst eine Transaktion kreieren, sagen, woher hat A meine Bitcoins und wohin gehen sie, also zu B die Bitcoins. Das heißt, man definiert Inputs und Outputs. Das heißt, woher sie gekommen sind, die Bitcoins, wohin sie gehen. Und das wird in eine Transaktion gepackt. Der PA muss natürlich noch beweisen können, dass er auch Zugriff auf die Inputs hat und schickt die Transaktion oder wenn die Transaktion, wenn man die Coins schicken möchte, dann broadcastet man die Transaktion an alle Teilnehmer im Netzwerk. Und dort im Netzwerk gibt es eben diese Miner, die nehmen diese Transaktionen auf und speichern das in Blöcken ab. Das passiert ungefähr alle 10 Minuten. Das ist so einprogrammiert. Und wenn es eben länger als 10 Minuten geht, dann wird dann die Difficulty vereinfacht. Wenn es schneller als 10 Minuten geht, wird die Difficulty erhöht. Das ist eben dieser Mechanismus, den wir uns hier angesehen haben. Hier sieht man, hey, im Schnitt hat man es länger als 10 Minuten gebraucht, also müssen wir die Difficulty ein bisschen senken, damit wir in diesem 10-Minuten-Rhythmus sind. Der Private Key, damit kann man eben beweisen, dass ich Zugriff auf gewisse Inputs habe. Und auch hier, wenn ich diesen Private Key verliere, dann sind diese Private Keys weg. Wenn mir jemand diese Private Keys stiehlt, dann hat derjenige, der es gestohlen hat, Zugriff auf meine Funds. Das ähnlich wie mit Portemonnaie, wenn ich das Portemonnaie verliere, ist das Geld dort weg. Und bei Bitcoin, wenn man die Bitcoins verschicken möchte, muss man eben diese Inputs definieren. Und diese Inputs, die dürfen auch noch nicht verwendet worden sein. Und daher spricht man von Unspent Transaction Outputs, UTXO, und die muss eben dieser Benutzer A, muss die angeben, dass, welche das sind. Man kann dann überprüfen oder alle können überprüfen, hey, die wurden tatsächlich recht ausgegeben und die können dann verwendet werden für die Transaktion, dass ich eben diese Bitcoins an User B schicke. In diesem Beispiel möchte jetzt A 10 Bitcoins verschicken und hat hier eine Wallet und da sehen wir auch die Bitcoin-Beträge mit den Unspent Transaction Outputs und hier sehen wir gerade per Zufall 4,4, 5,6, das heißt, wenn ich diese zwei Unspent Transaction Outputs nehme, dann gibt es genau 10 Bitcoins, das möchte ich jetzt verwenden und möchte es diesem User B zukommen lassen.
Der hat 20,44 Bitcoins auf seiner Wallet und er kann jetzt eine neue Adresse generieren. Das heißt, er muss diesen Private Public Key wieder in seine Wallet mit aufnehmen. Dann generiert User A generiert eine Transaktion und referenziert eben diesen Input oder diese beiden Inputs und sagt dann eben, woher es kommt, wohin es geht und unterschreibt dann diese Transaktion, respektive diese Unspent Transaction Outputs. User A muss ja beweisen, dass er darauf zugreifen kann. Das heißt, hier muss er sicher diese Inputs muss er signieren und kann dann diese Transaktion rauslassen. Das können alle Miner überprüfen. Ja, hat A Zugriff auf diese Inputs? Wenn ja, dann ist diese Transaktion gültig und kann hier an diese Adresse geschickt werden. Und der User B kann dann darüber verfügen, weil er eben auch diesen privaten Schlüssel hat für diese Adresse, die er hier erstellt hat. Und damit kann er wieder hier diesen Betrag als UTXO verwenden, als Unspent Transaction Output. Und muss auch wieder beim nächsten Mal, wenn er es verschicken möchte, muss er beweisen können mit einer Signatur, dass er den dazugehörigen privaten Schlüssel dazu hat. Wenn wir uns die Transaktionen anschauen, das ist jetzt ein Beispiel, wo man eben Inputs aus verschiedenen Transaktionen jetzt zusammenfassen kann. Das kann dann wieder als Input verwendet werden. Das heißt, das ist ebenfalls ein Unspent Transaction Output, die kann man zusammenfassen. Dann kann man hier Outputs generieren. Und hier sieht man den Output 3,12009. Das ist ein Output, den ich zum Beispiel irgendwo hinschicken möchte. Und der Rest, ich muss immer alles ausgeben. Und wenn ich aber nicht alles ausgeben möchte, muss ich hier noch eine Change-Adresse als Output angeben, wo der Betrag dann wieder zu mir, zu meiner Wallet überwiesen wird, sodass ich das wieder als Unspent Transaction Output für das nächste Mal verwenden kann. Das gibt es ebenfalls auf dieser Seite hier zu finden, auf dieser Wikipedia-Seite, bitcoin.it. Dort gibt es sehr viele gute Informationen, wie Bitcoin im Detail funktioniert. Um Double Spending zu verhindern, das habe ich ganz am Anfang kurz erwähnt, müssen die Transaktionen bestätigt werden. Und zwar bestätigt heißt, das heißt, man muss eine partielle Hash-Kollision errechnen, ein sogenanntes Crypto-Puzzle muss man errechnen. Und hier sieht man ein Beispiel, wie jetzt hier eine Hash-Zahl vorne ganz viele Nullen hat. Das sieht man jetzt auch auf jedem Bitcoin Explorer. Wenn ich jetzt mir diese Hash ansehe, nehmen wir mal diesen hier, nehmen wir dann letzten Block, diesen Block hier. Da sehen wir auch die Größe 1,7 Megabyte und in diesem Block sieht man, das ist die Hash-Funktion, da sieht man ganz viele Bits auf 0 gesetzt und das ist eben das Rätsel. Man muss eine Hash berechnen oder auf eine Hash kommen. Man hat dann irgendwo eine Nonce, also Daten, die man ändern kann und man muss die Nonce so quasi immer um eins erhöhen oder verändern, dass schlussendlich hier eine SHA-256 Hash berechnet wird, welche ganz viele Bits vorne auf 0 gesetzt hat. Um das noch ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich auf der DSL /leg/BL habe ich noch eine gute Seite, die habe ich von hier kopiert. Diese Seite zeigt eigentlich gut, wie das so eine Hash-Kollision oder eine partielle Hash-Kollision funktioniert. Zuerst ganz kurz noch zu Hash. Das müsst ihr eigentlich wissen, wie das funktioniert. Hier kann man Daten eingeben,
Hier ist die Hash, das ist eigentlich mehr oder weniger der Fingerabdruck der Daten. Das heißt, diese Richtung von den Daten zum Hash, das zu berechnen, ist sehr einfach. Vom Hash dann auf die Daten zu schließen, das ist eben praktisch unmöglich und man muss dann alle Variationen durchprobieren. Nun, was man in einem Block drin hat, hier haben wir eben die Transaktion drin, zum Beispiel A schickt nach B 10 Bitcoins und was jetzt der Miner macht ist, er startet jetzt bei 0, er hat einen Ounce bei 0 und berechnet die Hash, schaut, hat es hier genügend viele Stellen, die vorne auf 0 gesetzt sind. Jetzt in diesem Beispiel ist die Difficulty, es müssen 4 Zahlen auf 0 gesetzt werden. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Dann erhöhe ich die Nonce, berechne wieder die SHA-256, sehe wieder, okay, immer noch keine 0, erhöhe das Ganze, immer noch keine 0, erhöhe das Ganze, immer noch keine 0 und so weiter. Und das muss man natürlich automatisieren. Ich lasse es mal laufen. Und hier haben wir jetzt einen Nonce gefunden, welcher sogar 5 Stellen hier auf 0 hat. Ich musste dazu 140.000 Mal SHA-256 berechnen, bis ich eben diese Nonce gefunden habe. Und das ist das, was eigentlich die Miner machen. Die machen nichts anderes als diese SHA-256 ausrechnen, ständig immer wieder erhöhen die Nonce, SHA-256 errechnen, bis sie hier eine Hash gefunden haben, welche eine genügend große oder genügend viele Bits auf 0 gesetzt haben. Das ist so, wie Mining funktioniert. Wenn man so ein Rätsel gelöst hat, im Moment kriegt man 3,125 Bitcoins, wenn man so ein Rätsel gelöst hat. Wie gesagt, die Difficulty, die wird ungefähr, die wird angepasst, dass man ungefähr alle Stunde ungefähr 6 Blöcke erstellt, das heißt pro ein Block alle 10 Minuten. Und das mit diesem Halving, das hatten wir jetzt eben gerade im April gehabt, dieses Halving, das heißt noch 210.000 Blöcken. Das wird irgendwann mal im 2028 sein. Dort werden dann die Miner einen Reward von 1,5625 Bitcoins erhalten. Im 2009 hat man mit 50 Bitcoins gestartet, dann 25, dann 12,5 und so weiter. Und momentan ist man bei 3,125. Man hat aber auch von diesen 21 Millionen Bitcoins hat man auch schon 19,7 Millionen Bitcoins erstellt. Das heißt, es werden nicht viel mehr neue Bitcoins erstellt werden. Auch ganz spannend ist, wie so eine Transaktion aussieht. Da gibt es einen sehr spannenden Artikel. Das ist dieser Artikel hier. Hier geht es um eben diese Bitcoin-Transaktionen, wie sie aufgebaut sind. Hier wird alles aufgeschlüsselt, was drin ist. Es wird schön erklärt. Ich finde das noch sehr übersichtlich. Gehen wir jetzt ins Detail nicht ein, aber wenn man sich im Detail mit diesen Transaktionen auseinandersetzen möchte, dann ist das sicher ein guter Anlaufpunkt. Vielleicht noch etwas zum Script. Also hier sehen wir Script-Sig, das ist der Input. Hier muss man dann beweisen können, dass man eben Zugriff auf den Input hat. Und das wird in der Regel, muss man hier dann mit einer Signatur, muss man dann eine Signatur in dieses Script-Sig kodieren, dass man eben zeigen kann, ja, ich habe Zugriff auf den Private Key, ich kann damit eine Signatur erzeugen, die zum Beispiel zu einem Public Key gehört, auf den die UTXO dann referenziert. Und wie das genau mit dem Scripten funktioniert, es gibt eine Scripting Language, die Opcodes
kann man sich auch hier auf bitcoin.it anschauen, was eben diese Opcodes sind, wie sie funktionieren. Da gehen wir aufs Detail auch nicht ein, aber eben damit kann man jetzt vergleichen, man kann Signaturen vergleichen, man kann dann Daten auf den Stack pushen, zum Beispiel meine Signatur, und dann kann ich mit einem Verify oder mit Check Signature kann ich überprüfen, stimmt die Signatur, ich kann Hashes erzeugen, und damit kann man trotz dieser limitierten Scripting Language doch relativ viel damit machen. Noch ganz kurz zu den Wallets, das werden wir uns auch genauer im Herbstsemester anschauen, in der Bitcoin-Vorlesung, und zwar BIP 39, das sind diese 12, diese ominösen 12 Wörter, die man hat oder die man sich aufschreiben sollte, wenn man eine Wallet generiert. Und das Ziel ist, dass man hier damit einen Seed Phrase, quasi eine zufällige Zahl, kodieren kann, und anhand von dieser zufälligen Zahl kann man dann entsprechend seine Private und Public Keys errechnen. Das kann man mit HD-Wallets, Hierarchical Deterministic Wallets, kann man das machen. Das heißt, man muss sich nur diese Zufallszahl merken. Wenn man 12 Wörter hat, sind es 128 Bit, ist eine 128 Bit Zufallszahl. Und daraus kann man dann alle Schlüssel, die man verwendet, kann man dann ableiten. Und das macht es ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt hunderte von Schlüsseln verwalten müsste. Um so ein Seed Phrase, also um diese 12 Wörter jetzt zu erstellen, muss man zuerst ein Zufallszahl generieren. Bei 12 Wörtern sind es 128 Bit, bei 24 Wörtern sind es dann 256 Bit. Dann muss man die SHA-Checksum berechnen. Das sind dann zusätzliche 4 oder 8 Bits, je nachdem, ob man jetzt diese 12 oder 24 Wörter hat. Dann fügt man das dann hinzu zu dieser Zufallszahl, also 128 plus 4 Bit. Dann kommt man auf 132 Bit, und man hat eine Wortliste von 11 Bit, also 2 hoch 11 Einträge, das sind 248 Einträge, und diese Einträge, die können wir uns ganz kurz noch anschauen, wie diese Wortliste dann aussieht. Das ist die Wortliste hier. Es gibt diverse Wörterlisten. Das, was wir verwenden oder ich immer verwende, ist die englische Wörterliste, und hier sieht man die Wortliste mit eben diesen 2048 Einträgen, das ist 2 hoch 11 Bit. Das heißt, wenn ich durch 11 dividiere, dann bekomme ich hier 12 Wörter, wenn ich eben diesen langen String habe und diese dann aufstückle, dann werde ich dann irgendwo hier meine Wörter zusammensuchen. Und so funktioniert, wir haben eben diese 132 Bit, dann teilen wir diese ersten, nehmen wir diese ersten 11 Bits, schauen, was ist für das für eine Zahl, 1390, gehen dann hier nachschauen, 1390, Punch, das ist jetzt nicht von 0, also wir fangen bei 1 an, wegen dem ist es 391 und nicht 390. Dann gehen wir zum nächsten, schauen uns an, wir haben hier Schock, das sind die nächsten 11 Bits, umgerechnet ist es 1586, das ist 1586, das wäre 87, das ist Schock, dann schreibe ich mir diese Wörter auf und habe dann eben meine 12 Wörter zusammen, und mit diesen 12 Wörtern, wenn ich das wieder rückwärts rechne, kann ich dann auf meine zufällige Zahl, meine Zufallszahl, die kann ich dann ausrechnen. Ich habe sogar noch eine Checksum drin, also eben diese 4 Bits von der SHA-256 Checksum. Dort kann ich kurz überprüfen, kann das überhaupt sein, diese 12 Wörter, die ich hier habe, oder habe ich da ein Wort vertauscht? Das lässt sich damit erkennen, und damit kann man eben
Wenn man das im Wallet hat oder das als Wallet definiert, kann man dann aus dieser 128-Bit-Zufallszahl all seine Schlüssel wieder generieren. Das heißt, wenn ihr von dem etwas mitnehmt, wenn ihr eine Krypto-Wallet habt und irgendwo müssen diese 12 Wörter aufgeschrieben werden, ganz wichtig, aufschreiben und irgendwo sicher aufbewahren. Wenn diese 12 Wörter weg sind, dann ist alles das, was auf dieser Wallet gewesen ist, ist auch weg. Und diese 12 Wörter, das ist noch das Gute, das funktioniert bei jeder Wallet eigentlich. Das heißt, man kann beliebige Wallet auf beliebigen Chains verwenden. Diese 12 Wörter sind dann immer die gleichen. Das heißt, man kann mit dieser Seed Phrase kann man ein Wallet X betreiben, ein Wallet Y. Das können unterschiedliche Wallets sein auf unterschiedlicher Chain. Man hat aber immer den gleichen, die gleichen Seed Phrases. Die Transaktionen, wie bereits erwähnt, werden in Blöcken gesammelt und jeder Block wird ungefähr alle 10 Minuten veröffentlicht. Es kann mal sein, eben, dass es mal 2 Minuten geht, mal 20 Minuten. Im Schnitt sollte es einfach 10 Minuten gehen. Und so könnte eine mögliche Darstellung aussehen. Wir haben hier die Transaktionen, die werden eben gesammelt. Dann haben wir einen Proof, das haben wir eben gesehen, das ist diese partielle Hash-Kollision. Das ist der Identifier des Blockes hier, zeigt auf den vorherigen Block und deswegen wird es auch Blockchain genannt, weil man eben hier diese Blöcke quasi chain verkettet mit diesen Pointern jeweils auf den vorherigen Block. Diese Hash-Kollision, das haben wir uns angeschaut. Hier nochmals der Link dazu. Das ist diese Seite hier. Und da können wir uns ebenfalls die Blockchain ein bisschen genauer ansehen. Das ist, wir haben uns den Block angeschaut. Hier eine Blockchain sehen wir jetzt. Wir haben den Previous Hash. Übernehmen wir den Hash von hier. Das wird natürlich auch mit in die Nonce mit eingerechnet. Das heißt, wenn wir den Hash generieren, generieren wir das über hier die Blocknummer, Nonce, die Daten und aber auch den Previous Hash. Und wenn wir jetzt hier etwas ändern möchten, Test, dann sehen wir, gibt es einen anderen Hash, dann stimmt dieser Previous Hash nicht mehr, dann ist dieser Hash ebenfalls falsch und dann sind alle Hashes hier falsch und wenn ich das jetzt richtig machen möchte, müsste ich hier jetzt alle Blöcke nochmals neu errechnen. Und weil das eben sehr aufwendig ist und sehr viele Ressourcen braucht und man eine genügend lange Anzahl an Blöcken wartet, zum Beispiel wenn man sagt, nach 6 Blöcken ist die Wahrscheinlichkeit so klein, dass jetzt das jemand nachrechnen kann, weil er so viele Ressourcen aufwenden musste. Und deswegen ist eben ein Double Spending sehr, sehr teuer und auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir werden noch anschauen, wie teuer das ist oder es gibt Studien darüber oder es gibt Versuche, das herauszurechnen, wie teuer es wäre, so ein Angriff mit 6 Blöcken zu errechnen. Und dazu habe ich dann auch noch ein Paper, ein interessantes Paper gefunden. Heutzutage, habe ich auch bereits erwähnt, brauchen die Miner spezielle Hardware. Da gibt es auch sehr spannende Videos dazu. Die momentan verwendet werden. Das sind diese hier. Ein Klassiker ist der Antminer. Das ist der Antminer S9. Der wird sehr häufig verwendet, aber es gibt noch andere Konkurrenten, die ebenfalls Miner herstellen. Und eben diese Miner, die machen nichts anderes als diese partielle Hash-Kollision, also diese SHA-256 ausrechnen, Nonce erhöhen, SHA-256, Nonce erhöhen und so weiter. Die machen nur das. Das braucht auch relativ viel Energie und dazu werden wir auch noch eine Seite uns anschauen. Kurz noch zu den Videos. Das sind eben die Hey, Anfänger I'll be Bitcoin here, just doing a quick. mit einem 5 Giga-Hash-Miner. Das ist praktisch nichts, aber hier sieht man die Grafikkarten und hier wird dann eben
diese partielle Hashkosten und diese SHA-256 Hashes werden hier ausgerechnet. Das ist schon ein bisschen eine größere Anlage mit 48 Giga-Hashes. Und das ist jetzt eine ganz kleine Anlage. Das ist auch schon uralt, also vor 12 Jahren. Aber auch schon dazu mal hat man solche kleine Mining-Operationen oder Mining-Infrastruktur hat man zusammengebastelt. Wenn man meinen möchte, muss man sich in Pools zusammenschließen, es sei denn, man hat eine gigantische Anlage. Die Bitcoin-Pools, die sieht man hier. Da gibt es ein paar große. Also hier sieht man auch schon, wenn sich drei zusammenschließen würden, sogar nur zwei zusammenschließen würden, Founder USA und Anpool, dann hätten sie eigentlich mehr als 51% und könnten eigentlich eine Double Spend Attacke machen. Wie das genau funktionieren würde, dazu kommen wir auch noch. Mining heißt genau einen Block erstellen, Hash berechnen und die längste Chain ist jeweils die gültige Chain und man sagt so nach 3 bis 6 Blöcken, also wenn man 6 Blöcke sieht, ist die Transaktion, gilt das als sicher. Und was eben gefährlich ist, wenn jemand mehr als 50% der Computing Power hat, dann kann man anfangen, Transaktionen auszuschließen oder schon bestätigte Transaktionen kann man dann quasi aus der Chain rausnehmen. Angefangen hat das mit CPU Mining, wo man einfach Rechner hingestellt hat, dann kamen GPUs dazu, dann gab es irgendwann mal FPGAs und heutzutage hat man gigantische ASIC-Farmen. Da gibt es auch sehr eindrückliche Videos dazu. Das sind eben diese Miner hier, vermutlich sind das diese Ant-Miners, wo diese Hashes ausrechnen. World of Cryptocurrency Mining. An unremarkable looking key as we follow the money and take a peek inside Iceland's insane Bitcoin supermine. Sehr beeindruckende Videos kann man sich anschauen. Ich habe eine entsprechende Liste hier. Es gibt sicher noch neuere oder andere. Ich finde es einfach beeindruckend, wie man Infrastruktur zur Verfügung stellt, die, mit der man nur quasi Hashes ausrechnet. Diesen Miner habe ich mal von einem Studenten bekommen, als er sich nicht mehr rentiert hat. Das heißt, ich habe auch einen Miner zu Hause, aber der läuft nicht. Das ist nur aus historischen Gründen. Der hat 70 Gigahashes gemeint, hat im Jahr noch 0,005 Rappen pro Tag generiert. Als der Preis dann gestiegen ist, war es dann in 2021 2 Rappen pro Tag. Das Problem ist, diese Maschine braucht ungefähr 700 Watt. Im Niedertarif kostet der Strom 1,30 Franken, im Hochtarif 2,60 Franken. Und somit ist eben dieser Miner hochgradig, also nicht mehr lukrativ. Man macht Verlust damit und die Miner, eben diese Bitcoin-Mining-Farm, die müssen auch schauen, dass sie immer neues Equipment haben, weil es kommen neue Prozessoren raus, neue ASICs, Application-Specific Integrated Circuits, die eben diese Hashes ausrechnen und noch schneller ausrechnen. Und man muss dann, neben den Stromkosten, muss man auch noch die Anschaffungskosten dieser Hardware berücksichtigen und das eben gegenüberstellen. Rentiert sich das? Wie viel bekomme ich? Wie viele Krypto-Rätsel kann ich lösen? Ich bekomme dann Transaction Fees und noch diesen Reward, diese 3,125 Bitcoins. Lohnt sich das jetzt, wenn ich das auf dem Markt verkaufe? Kann ich damit meine Kosten decken? Mache ich damit Gewinn oder mache ich damit Verlust? In diesem Fall mache ich eben hochgradig Verlust, rentiert sich absolut nicht und deshalb verwende ich ihn nicht mehr. Er hat sich auch bei mir nie rentiert. Ich habe ihn dann eben bekommen, wo er sich dann nicht mehr rentiert hat. Das soweit zum Bitcoin-Netzwerk. Es gibt natürlich sehr viel mehr andere Coins. Also wenn wir hier uns die Coin Market Capitalization Seite anschauen, hier
zu Obst Bitcoin, aber wir sehen, es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Coins. Es gibt natürlich auch Forks, haben wir uns auch angeschaut, Bitcoin Satoshi Vision und Bitcoin Cash. Es gibt natürlich noch mehr, die sind aber nicht in den Top 100. Und alle haben natürlich das Ziel, dass man irgendwo eine knappe Ressource haben muss, um das Double Spending Problem in den Griff zu bekommen. Bei Bitcoin, dort ist es die SHA-256, partielle Hash-Kollision. Dort muss man eben genügend Strom haben, genügend Miner-Infrastruktur, also Hardware, diese ASICs und entsprechend Zeit, damit man eben diese partielle Hash-Kollision berechnen kann. Und bei dieser partiellen Hash-Kollision vielleicht, dort konkurrieren sich diese Bitcoin-Miners, es sei denn, man ist in einem Pool, weil dort kann man sich dann die Arbeit auftrennen, aber wenn man eben nicht im Pool ist, wenn man jetzt Endpool und Foundry sich anschaut, die konkurrieren miteinander, das heißt, sie wollen eigentlich den gleichen Block ausrechnen. Beide fangen mit dem Rechnen an, versuchen diese partielle Hash-Kollision zu rechnen. Der eine wird schneller sein und wird dann diese Transaction Fees und Reward bekommen und der andere muss dann halt wieder muss es verwerfen und wieder beim nächsten Block von vorne anfangen. Das heißt, beim nächsten Block fangen alle wieder von vorne an und konkurrieren sich so. Bei Ethereum, dazu kommen wir auch noch, dort, das ist eine Chain, die funktioniert oder hat mal ähnlich funktioniert mit dem Proof of Work, haben jetzt gewechselt auf Proof of Stake, die haben auch eine Art Opcodes, wobei die haben entsprechende Opcodes, die es einem ermöglicht, auch Smart Contracts mit zum Beispiel mit Loops zu programmieren, das gibt es zum Beispiel bei Bitcoin nicht. Dann gibt es zum Beispiel Litecoin, dort gibt es, anstatt dass man SHA-256 verwendet, verwendet man Scrypt zur partiellen Hash-Kollision. Dann gibt es Ripple, dort hat man dann Validators, denen man vertraut, es gibt ein Web of Trust. Bei Tezos Ethereum hat man dann zum Beispiel noch Proof of Stake, wo man dann eben beweisen muss, dass man eine gewisse Anzahl an Ethers besitzt oder an der entsprechenden Kryptowährung, ist natürlich wesentlich energieeffizienter als Proof of Work. Und wie gesagt, es gibt ganz viele mehr. Hier eine Liste von, ich glaube, das sind 200 Kryptowährungen. Und wenn man auf CoinGecko geht, CoinGecko-List, Cryptocurrency, dann sieht man all Cryptocurrencies, show more, da kann man eigentlich endlos weiter runter scrollen. So eine Kryptowährung zu erstellen ist auch nicht schwierig, werden wir uns auch im Herbstsemester uns ansehen, wie man eine Kryptowährung erstellen kann. Wir werden jetzt eine bestehende Blockchain verwenden und keine neue Blockchain erstellen. Aber hier sieht man schon, es gibt ganz, 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 ganz viele Coins. Zu den Vor- und Nachteilen. Ein Nachteil bei Bitcoin ist jetzt der Stromverbrauch. Hier gibt es auch eine gute Seite, Digiconomist. Hier wird gezeigt, wie viel Strom das man verbraucht und das ist schon beträchtlich. Wenn man das mit einem Land vergleicht, dann sieht man hier Bitcoin, das ganze Bitcoin-Netzwerk braucht mehr Strom als zum Beispiel Polen. Und Polen ist auch schon entsprechend groß, haben glaube ich 36 Millionen Einwohner. Auch ganz interessant ist, hier wurde versucht herauszufinden, mit was dann diese Bitcoin-Miner, mit welchem Strom, dass die betrieben werden, und es ist doch noch ein beträchtlicher Anteil hier, wo Kohle verwendet wird, das heißt nicht besonders grün, und damit wird der Strom produziert, um die Miner laufen zu lassen. Der Vorteil, es sind relativ tiefe Kosten, pro Transaktion hat man jetzt ungefähr 21 Satoshis, das sieht man hier auf dieser Seite.
Das ist gerade auf 12 Satoshis pro Byte heruntergefallen. Das sind ungefähr 1,8 US-Dollar. Das ist so eine Standardtransaktion. Und bei Bitcoin, dort wird die Transaktion in Bytes gemessen. Dort wird dann bei Ethereum, werden wir uns das noch anschauen, wie es dort berechnet wird. Weil es ja keine Loops gibt bei Bitcoin, wird einfach die Größe der Transaktion genommen und gesagt, pro Byte kostet es 12 Satoshi. Und dann natürlich, je mehr Inputs das man zum Beispiel hat, je mehr Outputs, desto teurer wird die Transaktion. Aber es wird nicht berechnet, wie aufwendig das ist, um diese Transaktion auszuführen. Aber momentan eben die Fees, die sind relativ günstig. Bezüglich Skalierbarkeit, wie wir gesehen haben, die Blockchain-Größe, die wächst ständig, konstant. Das heißt, es ist nicht skalierbar. Man kann aber wiederum argumentieren, dass es doch skaliert, weil die Hardware, die wird auch immer besser in digitalen Systemen. In der Vorlesung, in der Einführungsvorlesung haben wir eben gesehen, dass die Vertikalskalierung, dass sich die CPU-Kapazität alle 2 Jahre verdoppelt, auch bezüglich dem Speicher. Der wird auch immer schneller, immer günstiger und auch bei der Bandbreite, bei der Internetbandbreite, dort haben wir auch immer höhere Bandbreiten und das heißt, man kann argumentieren, es skaliert eben doch. Wenn man sich aber dann wiederum die Zahlen anschaut, Bitcoin mit ca. 7 Transaktionen pro Sekunde, wenn man es jetzt mit Visa vergleicht zur Weihnachtszeit, kurz vor Weihnachten, welche ungefähr knapp 60.000 Transaktionen pro Sekunde abarbeiten muss, dann sind wir da noch weit entfernt von diesen 70.000 oder knapp 60.000 Transaktionen pro Sekunde. Wobei es gibt auch wieder Erweiterungen dort. Man könnte jetzt argumentieren, dass mit Lightning kriegt man die 60.000 Transaktionen pro Sekunde locker hin. Das Lightning-Netzwerk theoretisch könnte es machen, hat sich bis jetzt aber so noch nicht durchgesetzt. Vielleicht wird es sich in Zukunft noch durchsetzen bezüglich dieser Skalierung der Blockchain. Das ist sicher auch ein Thema für das Herbstsemester. Dann zur Anonymität. Ich habe gesagt, eben mit Heuristiken kann man ungefähr die Adressen einer Wallet zuordnen. Das heißt, man ist nicht wirklich anonym und man ist pseudonym. Wenn man jetzt dann von dieser Wallet irgendwo eine Adresse hat, die man eben auf einem Social Media Kanal jetzt publiziert, dann hat man auch zum Beispiel ein Foto dazu und kann das dann einer Person zuordnen. Also hier gibt es andere Chains, die fokussieren sich tatsächlich auf Anonymität. Bei Bitcoin ist das eher zweitrangig, die Anonymität, und man ist eher pseudonym als anonym. Man kann argumentieren, man braucht das um wegen Privacy. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder Marktplätze wie Silk Road, das ist ein Drogenmarktplatz, der ist offline, kommen immer wieder neue Marktplätze, die aufpoppen. Und dort wird man in der Regel auch mit Kryptowährung bezahlt. Also hier beides Vor- und Nachteile. Dann der große Vorteil von Bitcoin, es ist stabil. Es hat keine Crashes soweit gegeben. Wenn wir uns an Mt. Gox erinnern, das war eigentlich nicht zentraler Bestandteil vom Bitcoin-System. Das war eine Exchange-Seite, die dann nicht mehr funktioniert hat oder wo das Geld abgezügelt worden ist. Ein Nachteil ist, es ist hochgradig volatil. Die Kurse haben wir uns auch angeschaut. Es geht mal hoch, mal runter. Das heißt, wo es jetzt nächsten Monat sein wird, eher bei 50.000, eher bei 70.000. Das kann man jetzt schlecht beurteilen. Dann zur Frage, ist es wirklich dezentral oder nicht? Weil es gibt ja die Core-Entwickler, das könnte man als zentrale Einheit anschauen. Es gibt Miner, gut, die konkurrieren untereinander, aber wir haben gesehen, dass 2 Mining-Pools schon mehr als 51% haben. Das heißt, das könnte man als zentral ansehen. Ein guter Punkt bei diesen Protokollen ist, dass wenn man jetzt nicht zufrieden ist oder wenn jetzt genügend viele Personen nicht zufrieden sind, kann man einen Fork machen. Das heißt, man nimmt das Netzwerk
und spaltet es und macht dann seine Modifikation, die man gerne haben möchte. Das ist auch bei Bitcoin passiert, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision. Man hat sich dann nicht einigen können, hat es ein Fork gegeben und jetzt existieren beide Forks. Und was Bitcoin ermöglicht hat, es war ein Start zu neuen Blockchains, wo dann andere Use Cases im Vordergrund gestanden sind, wie zum Beispiel Ethereum, wo man dann tatsächlich auch Smart Contracts gehabt hat, wo man dann auch Loops programmieren konnte. Das heißt, man kann dort ein bisschen mehr machen mit diesen Smart Contracts als bei Bitcoin. Und das noch so als Überblick, wie welche Stakeholder das es gibt. Wir haben hier die Blockchain und hier gibt es die Miner, die nehmen jeweils die Transaktionen zusammen, lösen das Crypto-Puzzle und broadcasten dann diesen Block, wenn er gelöst worden ist. Der User kann hier Bitcoins schicken, das heißt, er macht eine Transaktion, schickt es dem User, muss natürlich beweisen, dass er Zugriff auf die UTXOs, also auf die Unspent Transaction Outputs hat. Dann gibt es noch die Exchanges, denen kann man natürlich auch Geld schicken. Dort kann man dann das Geld von Bitcoin wieder nach US-Dollar, nach Schweizer Franken konvertieren. Das ist natürlich auch für den Miner relevant, weil er muss ja die Stromkosten in seiner Landeswährung zahlen. Ich kann beim EWZ nicht sagen, ja, ich möchte jetzt mit Bitcoins zahlen. Das heißt, hier braucht es diese Exchanges und das sind so die Stakeholders in diesem Bitcoin-System. Es gibt natürlich noch mehr, das ist einfach eine High-Level-Übersicht. Es gibt noch die Core-Developers, die natürlich schauen, dass hier die Software auch entsprechend funktioniert. Kommen wir jetzt nun zu den 51% Angriffen. Und zwar ist das ein Angriff, den, das weiß man, dass es das gibt, das hat es auch schon im originalen Paper. Das ist das Paper hier von Satoshi Nakamoto, wo er eben Bitcoin vorgestellt hat. Und hier hat er auch geschrieben, if a majority of CPU power is controlled by honest nodes, the honest node chain will grow the fastest and outpace any competing chains. Das heißt, wenn das nicht der Fall ist, dann können die Angreifer quasi Transaktionen rückgängig machen und Transaktionen dann ausschließen. Das hat man eben gewusst seit dem Beginn des Netzwerkes. Und bei Proof of Work ist es die Hashing Power, die relevant ist. Und bei Proof of Stake ist, wie viele Coins das man hat. Bei Proof of Work braucht man eben 51% der Rechenpower, bei Proof of Stake braucht man 33% oder mehr als 33% der Coins. Und die Frage ist, wie teuer ist so ein Angriff? Es gibt eine Seite, die beschreibt oder die zeigt die Zahlen zu dem Angriff. Die sind meiner Ansicht nach aber einiges zu tief, weil hier wird zum Beispiel geschaut, bei Bitcoin brauche ich eine entsprechende Hashrate und die kann ich mir für 1,6 Millionen US-Dollar kaufen. Also hier wird ein Angriff für eine Stunde ausgerechnet und die Idee ist, dass man eben diese Hashing Power einkaufen kann. Das Problem ist, dass man eben diese Hashing Power gar nicht kaufen kann und es gibt aber ein weiteres Paper. Ein weiteres Paper, das hier, das ist aus dem Jahre 2024 und hier berechnen sie mit diversen Annahmen, wie teuer so ein Angriff ist bei Bitcoin und bei Ethereum und hier kommen sie dann zum Schluss. Das ist ganz unten hier. Hier kommen Sie zum Schluss. Bei Bitcoin Total Cost to Attack
Je nachdem, welches Modell das Sie verwenden, kostet es zwischen 5 Billionen US-Dollar mit dem Modell hier Manufacturing S9, das sind die Antminers, kommen Sie auf 20 Billionen US-Dollar, also wesentlich größer hier als diese 1,6 Millionen. So wesentlich mehr als Faktor 1000. Ich denke, wir sind eher in dieser Region als in dieser Region hier. So, und wie funktioniert jetzt so eine Double Spend-Attacke? Machen wir ein kleines Beispiel. Hier haben wir einen Block mit zwei Transaktionen. A schickt B 10 Bitcoins oder 10 Coins. E schickt H 15 Bitcoins oder Coins. Und hier haben wir dann hier ein Crypto-Puzzle. X ist jetzt eine Börse. Und F möchte jetzt seine 15 Coins eincashen und schickt das an die Börse. Das heißt, in einer nächsten Transaktion haben wir F schickt nach X 15, das wird dann im Block veröffentlicht und sieht soweit alles gut aus. Nun gibt es einen Angreifer, der ist hier unten. Also F ist jetzt der Angreifer und erstellt jetzt einen weiteren Block, wo er seine 15 Coins an Y, die er wieder unter seiner Kontrolle hat, und erstellt dann den Block. Hier rechnet das dann aus und veröffentlicht es aber noch nicht. Dann wird ein nächster Block erstellt und je nachdem, wie jetzt die Börse, also diese Person oder X jetzt diese Chain sich ansieht, wenn hier jetzt eine Blockbestätigung, das heißt, wenn er wartet, bis dann ein Block erstellt wird, dass dann die Transaktion als sicher gilt, dann wird er diese 15 Bitcoins oder diese 15 Coins wird er dann an F schicken und die sind dann hier in seinem internen System abgebucht und werden dann zum Beispiel in US-Dollar oder in Schweizer Franken ausgezahlt. Und F, der meint jetzt, er kann jetzt die gleichen Transaktionen nehmen, er kann andere Transaktionen nehmen. Er muss einfach schneller sein als die originale Chain. Das heißt, man muss eben mehr als 50% jetzt der Rechenpower haben. Und was jetzt dieser Angreifer F machen kann, ist, er broadcastet diese Transaktion, diese längere Chain. Das heißt, diese Transaktionen sind eigentlich nicht mehr gültig. X hat jetzt aber schon diese 15 Coins genommen und die bereits in Schweizer Franken konvertiert oder US-Dollar und F zukommen lassen. F hat dann aber eben diese 15 Coins an Y geschickt, die dann wieder unter seiner Kontrolle sind. Das heißt, er hat sie quasi zweimal ausgegeben, ein Double Spend. X hat mir das Geld geschickt, bekommt meine Coins aber nicht. Und so funktioniert ein Double Spend Angriff. Das heißt, man muss Kontrolle über mehr als 50% der CPU-Power haben. Bei Ethereum bei Proof of Stake ist es mehr als 33%. Und hier sehen wir schon bei Bitcoin, hier gibt es eben diese zwei großen, Antpool und Foundry, die haben schon mehr als 51%. Das heißt, wenn die jetzt zusammenspannen würden, könnten die dann Transaktionen ausschließen und könnten Double-Spend-Angriffe betreiben. Das ist auch schon passiert, also Double-Spend-Angriffe zum Beispiel bei Satoshi Vision, da gibt es genügend Berichte hier, was genau passiert ist. Das ist im 2021 passiert. Dann gab es noch einen Angriff im 2020 auf Ethereum Classic. Dann gab es noch einen weiteren, das war jetzt auch 2020, ein 51% Angriff. Und ebenfalls im 2020 hier das Grin Network. Also das passiert, das kann man auch beobachten, dass es eben diese Chain Reorgs gibt, und Reorg wird dann eben das beschrieben, dass man eben hier eine größere Chain, eine längere Chain veröffentlicht. Das wird dann, diese Transaktionen sind dann nicht mehr gültig und die Chain wird in dem Sinn reorganisiert und das ist dann eine Reorg.
solche 51% Angriffe oder 33% Angriffe bei Proof of Stake passieren, aber eher bei den kleineren Chains. Gut, jetzt haben wir uns mit Bitcoin hauptsächlich beschäftigt. Schauen wir uns an, wie Ethereum funktioniert. Ein Kritikpunkt von Bitcoin ist, dass Features zu lange brauchen, bis entwickelt werden. Da gab es auch diverse Hardforks, wo man gesagt hat, ja, es soll in diese Richtung gehen. Andere haben gesagt, es geht in diese Richtung. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das Bitcoin-Scripting auch limitierend ist. Auf der anderen Seite, man kann auch Lightning damit betreiben. Das ist ein Micropayment-Netzwerk, wo man sehr viele Transaktionen, kleine Transaktionen tätigen kann. Das werden wir uns sicher auch noch im Herbstsemester ansehen. Gibt natürlich Vor- und Nachteile. Bitcoin, no silver bullet. Und es gibt natürlich jetzt ganz viele andere Chains, die versuchen jetzt diese Sachen, die sie sehen, sollte verbessert werden. Die werden dann verbessert. Und einer davon, das ist Ethereum, kostet momentan, ein Ether kostet um die 2.900 US-Dollar. Und das ist eine Blockchain mit Smart Contract-Möglichkeiten, wo man auch Loops drin hat. Man kann auch Sachen ausrechnen. Die Idee, die ist 2013 entstanden, hier das White Paper dazu, kann man sich gerne anschauen, und die Initiatoren sind bekannt, die Foundation ist im Zug und es ist eine Non-Profit-Organisation und einer der Mitgründer, das ist dieser Mensch hier, Vitalik Buterin, der ist eigentlich bekannt in der Kryptowelt. Und ja, man weiß eben, wer hinter Ethereum steht. Die Blöcke werden auch ein bisschen schneller erstellt. Es werden alle 12 Sekunden werden Blöcke erstellt. Zwischen 12,6 bis, hier ging es ein bisschen länger, 12,39. Hier sieht man eben, wie schnell das hier Blöcke erstellt werden. Und man macht den Proof of Stake, man beweist, dass man eine gewisse Anzahl an Ethers hat, und wenn man jetzt einen Block erstellt, bekommt man auch eine Belohnung, und momentan ist die Belohnung ungefähr bei 3%. Das heißt, wenn ich bei Ethereum stake meine Ethers, dann bekomme ich dann 3% von diesen Ethers. Das war auch schon mal höher, also wenn wir hier mal zurückgehen, da waren wir auch schon mal bei fast 7% oben. Oder sogar über 7, bei 8%. Zur Ethereum-Geschichte kann man sich gerne auf dieser Seite hier nachlesen, The History of Ethereum. Angefangen hat es mit einem mit dem letzten Proof of Concept, das ist hier Olympic, das wurde im Jahr 2015 wurde das veröffentlicht. Dann kam die erste Beta im Stil von Use at Your Own Risk, das ist Frontier, und Homestead, das galt als erste stabile Version 2016, und mittlerweile ist Ethereum, wenn man es das als Startdatum ansieht, auch schon mittlerweile 8 Jahre alt. Und hier sieht man alle Zwischenreleases, wo an diesem Ethereum-Protokoll gebastelt wurde oder verbessert wurde. Ethereum hat ja auch mit Proof of Work angefangen, ähnlich wie Bitcoin, hat dann aber auf Proof of Stake gewechselt, weil es eben doch ein bisschen umweltfreundlicher ist und weil jetzt nicht so viel Energie dafür benötigt wird. Wenn wir uns die Statistiken ansehen, dann sehen wir ein ähnliches Bild wie bei Bitcoin. Wir sehen hier auch einen Preisanstieg auf 15 US-Dollar. 2017 ging es dann auf 400 Dollar. Das ist jetzt hier dieser Anstieg hier. Das ist jetzt der Anstieg auf 2.400 Dollar. Und eben wie gesagt, heute sind wir bei 2.900 US-Dollar.
Bezüglich den Statistiken, da gibt es eine gute Seite dazu, da möchte ich gar nicht auf alle groß eingehen, einfach nur auf die wichtigsten. Also Ethereum ist die zweitstärkste Währung, wenn man jetzt CoinMarketCap ansieht, direkt hinter Bitcoin, doch recht weit abgeschlagen. Also bei Bitcoin sind wir bei 1,2 Billionen und bei Ethereum sind wir bei 352 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisation. Hier noch ein kurzer Hinweis, wenn man sich eben in diesen Zahlen in der Milliarden, Trillionen, Billionen Größe bewegt, dann gibt es einen Unterschied zwischen Deutsch und Englisch. Macht die Sache nicht viel einfacher, aber Billion auf Englisch ist eine Milliarde und eine Billion auf Deutsch ist auf Englisch Trillion. Das heißt, Deutsch, Englisch, dort gibt es dann gewisse Unterschiede und zum Glück bei Gogol hier, da sind sich dann wieder beide einig, dass 10 hoch 100 dann Gogol ist. Aber eben hier, wenn ich von Billion rede, auf Deutsch ist es dann eine Milliarde und Trillion auf Deutsch ist es eine Billion. Aber nichtsdestotrotz, hier sieht man die Größenverhältnisse, hier sieht man, dass Ethereum 3 bis 4 Mal so klein ist wie Bitcoin und Bitcoin mit Abstand hier der Platzhirsch. Bezüglich den Transaktionen, da gibt es auch gute Charts dazu. Wir haben ja gesehen, bei Bitcoin haben wir ungefähr 7 Transaktionen pro Sekunde. Bei Ethereum, wenn wir jetzt hier den Tag mit den meisten Transaktionen uns anschauen, am 14. Januar, dann sind das ungefähr 23 Transaktionen pro Sekunde. Das ist doch ein bisschen mehr als bei Bitcoin. Bezüglich den Full Nodes, da gibt es um die zwischen, je nach Datum, zwischen 8000, zwischen 5000 und 8000, im Schnitt so 7500 Knoten, wo jetzt diese Blöcke ausgerechnet werden oder respektive wo die Smart Contracts überprüft werden, ob die dann tatsächlich stimmen. Dann bei der Blockgröße, die wächst auch ständig und ähnlich wie bei Bitcoin. Und wenn wir hier aber uns ansehen, wie groß eine Transaktion ist, bei Bitcoin habe ich gesehen, die letzte Transaktion, die war 1,7 Megabyte groß. Dort wartet man aber auch alle 10 Minuten, bis ein Block erstellt wird. Und bei Ethereum warten wir 12 Sekunden und hier sind die Blockgrößen zwischen 200 und 100 Kilobyte groß, aber eben alle 12 Sekunden. Und bezüglich Accounts, das werden wir uns auch noch anschauen, was es heißt, Account versus Unspent Transaction Outputs. Jetzt schon mal vorweg, Account, das sind Adressen, die dann irgendwelche Funds drauf haben, die irgendwas für irgendwas verwendet werden. Da gibt es auch schon um die 270 Millionen davon. Wenn wir uns anschauen, wie das jetzt eben funktioniert, wir haben gesehen, bei Bitcoin, dort wird eigentlich pro Byte, also Satoshi pro Byte wird dort gemessen und das funktioniert nur, wenn man keine Loops hat. Wenn man Loops hat, dann plötzlich ist dann eine ganz kleine Transaktion, wird ein sehr teuer sein. Und das geht natürlich nicht. Dort wird dann ein bisschen anders gemessen und dort gibt es pro Operation wird ein gewisser Betrag, den nennt man Gas, der wird bei der Ausführung akkumuliert. Das heißt, man hat einen Smart Contract, man hat Operationen drin, wie zum Beispiel G Very Low, Very Low, das sind zum Beispiel Additionen, Subtraktionen, Lesser Than, Greater Than, also Vergleiche, die kosten jetzt 3 Gas. Wir haben Low zum Beispiel, das kostet 5 Gas. Das
sind dann Multiplikationen oder Divisionen und jeder Opcode kostet dann etwas und das Programm wird dann ausgeführt. Diese Gaskosten, die werden aufsummiert und diese Gaskosten, die muss man im Vornherein, muss man dann die Kosten dafür bereitstellen in der Transaktion. Wenn man zu wenig hat, dann wird dann, wenn jetzt das Gas aufgebraucht ist, wird dann einfach abgebrochen, der State wird reverted, das Gas wird natürlich nicht zurückbezahlt, das wird einbehalten, aber dieser Contract wird dann nicht ausgeführt, weil eben zu wenig Gas mitgegeben worden ist. Das heißt, wenn man einen Contract ausführen möchte, immer genügend Gas mitgeben, damit die Ausführung auch erfolgreich durchgeführt wird. Und hier ein Beispiel, wie so ein Contract aussieht. Das ist jetzt auf Etherscan. Das ist ein Blockchain Explorer, wo man noch in die Tiefe gehen kann. Hier kann man sich zum Beispiel eine Transaktion anschauen, wo ein Smart Contract ausgeführt worden ist. Da werden Daten auf den Stack gepusht, da wird ein Vergleich gemacht. Und hier sieht man, wie teuer das gewesen ist. Und wenn es am Schluss eben ausgeführt wird, dann weiß man, es hat so und so viel Gas gekostet, das muss man mit der Transaktion mitgeben, wie viel Gas man ist bereit zu zahlen. Man sollte das natürlich vorher mal im Trockenen ausprobiert haben, wie teuer es dann sein könnte und entsprechend dann das Gas mitgeben, dass dieser Smart Contract dann auch ausgeführt wird. Bei der Transaktion muss nicht nur Gas mitgegeben werden, sondern auch der Gas Price. Der Preis wird dann auch bestimmt von den vorherigen Transaktionen. Ob da jetzt gerade sehr viel auf der Blockchain gelaufen ist, dann wird es teurer, wenn nicht, dann wird es günstiger. Und man kann noch eine Priority Fee mitgeben, dass man sicher im Block mit aufgenommen wird. Und momentan die Base Fee, die ist relativ tief. Das heißt, hier zahlt man pro Gas, zahlt man 3,13 Gwei Priority Priority 1,74 Gwei. Und dann wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Block aufgenommen. Da gibt es ganz viele Gas Prediction Seiten. Es gibt diese Seite hier. Hier sieht man 6 Gwei pro Gas muss man zahlen. Und hier eine andere Prediction Seite. Diese hier. Hier sieht man 7 Gwei sollte man zahlen, wenn man sicher mit aufgenommen werden möchte im Block. Und wie teuer das schlussendlich sein wird, hier hat man auch Beispiele davon, ein Swap kostet dann $7.30, ein NFT-Sale kostet dann $12.43. Das ist relativ teuer und Ethereum ist keine günstige Chain, das sieht man hier an den Preisen. Das gibt es bei den anderen ebenfalls hier, wie viel man zum Beispiel für einen DAI-Transfer zahlen muss. Gut, das braucht relativ wenig Gas. Da kostet es 42 Cent. Wenn man jetzt aber einen Uniswap machen möchte, kostet das zwischen $1.60 und $2. Wenn man jetzt andere Preise sich anschaut, dann ist es entsprechend höher. Das hängt natürlich auch davon ab, wie komplex das so ein Smart Contract ist. Und die Frage ist noch, was ist überhaupt Gwei? Nun, wir haben die kleinste Einheit, wir haben Ether, ähnlich wie Satoshi, das ist die kleinste Einheit bei Bitcoin mit 8 Nachkommastellen, gibt es den Gwei, das hat 18 Nachkommastellen und Gwei und eine Milliarde Gwei, das ist ein Ether, das heißt, da haben wir auch 9 Nachkommastellen. Mit der Priority Fee kann man dann auch seine Transaktion beschleunigen. Das heißt, wenn der Block voll ist, wird natürlich der Miner diese Transaktion nehmen, die eine höhere Priority Fee haben, weil das für den Miner auch lukrativer ist. Und so kann man seine Transaktionen auch priorisieren. Wir haben gesehen, dass
bei Ethereum und bei Bitcoin die Transaction Fees relativ hoch sind. Das ist, weil auf der einen Seite, das sind diese Chains, die sehr häufig verwendet werden, und auf der anderen Seite müssen natürlich auch alle Transaktionen auf all diesen Knoten durchgeführt werden, ausgeführt werden, und jeder muss zum gleichen Resultat kommen. Das heißt, es muss vollständig deterministisch sein, und jede EVM, also Ethereum Virtual Machine, welche diese Opcodes ausführt, die wir gesehen haben, dort muss man immer zum gleichen Resultat kommen, weil wenn sich das Resultat unterscheidet, kann man den Block dann nicht verifizieren. Das heißt, es gibt, würde dann einen Fork geben, eine Gruppe würde diesen Blöcke akzeptieren, diese andere nicht, und dann gibt es entsprechend einen Fork. Hat es in der Vergangenheit ein paar Mal gegeben, dann hat man es aber schnell wieder fixen können, und so ist dann die Problematik gelöst worden. Ethereum ist eigentlich ein globaler Computer, weil jeder Knoten hier rechnet immer wieder alle Smart Contracts, führt sie aus, kommt zum gleichen Resultat, und das Resultat kann dann abgeglichen werden, und dementsprechend ist diese EVM rechnet immer und rechnet auch immer korrekt. Zum Schluss möchte ich noch einen Unterschied aufzeigen zwischen Bitcoin und Ethereum. Bei Ethereum haben wir Accounts. Wir haben gesehen, es gibt dort 270 Millionen Accounts, und es gibt zwei Typen von Accounts: externally controlled Accounts, das sind so diese User Accounts, und Contract Accounts. Und auf diesen Contract Accounts können dann diese Smart Contracts gespeichert und ausgeführt werden. Beide können Ethers haben, das heißt, ich als User kann Ethers haben, oder aber auch der Smart Contract kann ebenfalls Ethers haben. Bei den externen Accounts, die werden von Private Keys gesteuert, das heißt, ich als User habe Private Keys, und wenn ich eine Transaktion auslösen möchte, muss ich natürlich beweisen, dass ich der Besitzer dieses Accounts bin. Und wenn man eine Transaktion auslösen möchte, dann geht das nur von den externally controlled Accounts, es geht nie von den Contract Accounts selber. Das heißt, wenn ein Smart Contract etwas ausführen möchte, muss das dann immer von einem User initiiert werden. Schauen wir uns noch an, was es mit den Account-based und UTXO-based Blockchains, wo dort die Unterschiede sind. Das heißt, Bitcoin UTXO-based, Ethereum Account-based. Und Account-based kann man sich eben so vorstellen, als hat man irgendwo ein Bankkonto und man hat dort eine Balance, und wenn man jetzt etwas irgendwo hinschickt, wird dann von dieser Balance das abgezogen. Das heißt, man speichert eigentlich einen State, kann auch Smart Contract Code erhalten, dieser Account, je nachdem eben, ob es ein externally owned Account ist oder ein Contract Account. Beim UTXO-basierten Modell, dort muss in einer Transaktion ein Input referenziert werden. Man muss die entsprechenden Private Keys haben, und dieser Input darf auch noch nicht ausgegeben worden sein. Das heißt, Unspent Transaction Outputs, diese kann man referenzieren und dann in einer Transaktion verwenden. Und beim Account-based, eine Transaktion, wenn man jetzt Coins schicken möchte, kann man das natürlich nur, wenn man genügend von diesen Coins hat. Wenn man jetzt genügend, im Beispiel von Ethereum, genügend Ethers hat, wird das dann einem abgezogen und die Ethers werden dann transferiert. Und bei UTXO, dort werden alle Inputs, die verwendet worden sind, werden gebraucht. Und wenn man jetzt nicht alles schicken möchte, muss man noch eine Change-Adresse haben, wo man den Restbetrag wieder zu sich schicken kann. Und so sieht das schematisch aus. Das heißt, hier haben wir bei Bitcoin, wenn wir eine Transaktion haben, hier referenzieren wir eine UTXO mit 25 Bitcoins. Ich möchte 4 Bitcoins transferieren. Das heißt, ich muss die restlichen 21 Bitcoins wieder mir selber zuschicken. Und in einer zweiten Transaktion, dort
können dann 3 oder auch mehr Inputs referenziert werden. Hier insgesamt werden 7 Bitcoins referenziert und hier sehen wir, gehen alle raus, also 7 Bitcoins gehen dann raus. Die Differenz zwischen Input und Output, die geht an den Miner. Hier in diesem Beispiel wird jetzt der Miner nichts erhalten, aber wenn wir hier jetzt zum Beispiel diesen Out hier weglassen, dann haben wir als Input haben wir 7 Bitcoins, Out haben wir 6 Bitcoins, das heißt, der Miner bekommt als Fee einen Bitcoin. Und hier muss man natürlich aufpassen, da gab es auch diverse Unfälle, das heißt, hier hat dann zum Beispiel eine Transaktion stattgefunden, wo man 80 Bitcoins an Fee gezahlt hat und das wurde dann netterweise auch zurückgegeben. Dann zu Ethereum. Hier hat man einen Account, dem schicke ich 25 Ethers und 4 gehen raus, das heißt, auf dem Account bleiben noch 24 Ethers. Und hier auf diesem Account haben wir wieder 7 Ethers, 2 gehen raus, das heißt, auf dem Account gibt es noch 5 Ethers. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen Bitcoin und Ethereum. Gut, das war nun ein Schnelldurchlauf durch die Blockchain, Bitcoin, Ethereum Welt. Wie gesagt, im Herbstsemester werden wir uns in der Bitcoin-Vorlesungsserie die Thematiken ein bisschen genauer anschauen und auch noch mehr ins Detail gehen. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist dieses Buch Blockchain in der Finanzwelt. Das werden wir uns im Herbstsemester sicher auch genauer ansehen. Das ist von Pascal Egloff und von Ernesto Turnes. Die arbeiten beide an der Ostinsel Gallen und ich finde das ein gelungenes Buch. Wie gesagt, das werden wir uns sicher auch ein bisschen näher anschauen im Herbstsemester.